Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem vorproduzierten Freitagsvideo. Ja, heute ist bei mir immer noch der Tag vom letzten Mal, aber ich zeige euch jetzt, was ich beim Däner bestellt habe. Und ich bin total begeistert, dass es das gibt. Nämlich, also als Vorinfo, das ist jetzt ein Review von Hasenfutter. Also alle, die sich dafür nicht interessieren, können jetzt wegschalten. Also, ich gebe ja meinem Hasen grundsätzlich nur Bunnyfutter. Ist zwar echt viel teurer als normales Futter, aber damit bleiben sie viel länger gesund und das ist auch viel besser für ihre Mägen und alles. Und hier habe ich jetzt eben, weil er eben auch Nikolaus und Ostern und Weihnachten und so weiter hat, Ostern überhaupt nicht, Weihnachten, habe ich ihm diese wunderschönen Kekse mit Biss gekauft. Und davon hat er zum einen die Früchte-Variante. Zum anderen habe ich mich für rote Beete entschieden, weil ich gedacht habe, so ein bisschen mal was anderes. Und weil er eben ein Lümmler ist, noch Karotte. Ja. Dann habe ich ihm noch, weil die gibt es nur im Däner und das ist sowas, wo er sehr liebt, getrocknete Karottenchips gibt. Die sind sogar zweimal drin, also ich zeige es jetzt nur einmal. Also, ja gut, beide. Macht man glaube ich bei Videos. Ich weiß es jetzt nur nicht. Und wenn er die nur hört, dann ist der total aus dem Häuschen und dann kriege ich den kaum noch beruhigt. Und der frisst da locker lässig auch mal. Ja, da kriegt die Futterempfehlung von denen ist. Zwei bis vier Esslöffel. Und das packt er auch gut. Nochmal zu den Keksen mit Biss. Da ist die Futterempfehlung 1 bis 2 Kekse pro Tag. Weil wenn wir schon Hasenfutter reviewen, machen wir es richtig. Dann habe ich ihn noch, ich bin gespannt, ob es ihm schmeckt. Hier Bananencracker. Und was mir sehr wichtig ist, wenn man sowas macht, ist, dass kein Zucker, kein Honig, kein nix dran ist. Und das sind halt Bananencracker und das Einzige, was noch dran ist, ist ein bisschen Kokosöl. Aber das ist auch in seinem Grundfutter ist ein bisschen Kokosöl mit drin, also nicht so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Und hier ist die Keks, die Empfehlung. Wir empfehlen eine Tagesration von bis zu 4 Scheiben pro Tier. Also 4 solche Bananendinger kann er fressen. Ich glaube, mir kriegt er nicht. Bei mir kriegt er dann so, kommt jeden Tag eine. Ja, dann, weil ich dachte, er hätte schon mal gehabt, aber es stimmte gar nicht. Das war was viel anderes. Hat er von mir dieses Profit Balance hier. Das ist so für Hasen mit Stress, wenn sie eine neue Umgebung, Vergesellschaftung mit neuen Partnern, Fellwechsel, Umgebungswechsel, Wetterumstellungen, Wechsel von In- zu Outdoor-Haltung. Ja, und das ist halt voll mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Und da sind wir 2 Teelöffel pro Tag, kann man zum Grundnahrung dazu tun. Und das hilft halt dem Hasen, zum Beispiel während dem Fellwechsel, dass er es ein bisschen leichter hat und ja. Sagt, es sei gut. So berühmte Sätze, ne Mama? Man sagt, es sei halt gut. Und jetzt was ich total lustig fand, weil ich es einfach, ich habe es so gesehen und habe gedacht, vielleicht freut er sich da dran. Und zwar einen Malaya-Eckstein. Malaya-Salz-Eckstein. Das ist so ein Eckstein, eben aus Salz und Himalaya-Salz und ja, das kann er, weil er gerade letzter Zeit sehr oft an seinem Salzstein dran ist und ich mir gedacht habe, können die schaden? Und ich eben weiß, dass Sachen, die aus dem Himalaya-Gebirge sind, noch ein bisschen besser sind. Da habe ich gedacht, nur, das kriegt er von mir auf jeden Fall zu Weihnachten und ja, ich hoffe, dass er sich da auch sehr drüber freuen wird. Und ja. Vielleicht werde ich euch mal ein Video dann drehen, wie ihr so ein paar von den Leckerlis frisst. Glaubt mir, das ist so süß. Ja, das ist eigentlich alles, was ich euch zu diesem Thema jetzt erzählen konnte. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns erst wieder nach Weihnachten. Also wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk auspacken und dass ihr alles bekommt, was ihr euch wünscht.
Ich wünsche mir hauptsächlich, dass meine Mom und ich auch ein wunderschönes Weihnachten und ein ruhiges verbringen können und vielleicht, dass sie mit mir einen Keks teilt. Wie klingt das, Mom? Und vielleicht werden wir zu diesem Keks noch eine schöne warme Milch mit Schokolade oder Honig essen. Ich weiß, wie ich Mutti glücklich mache. Ja, das ist alles, was ich euch jetzt erzählen kann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns erst wieder. Eigentlich sehen wir uns erst wieder im nächsten Jahr, aber ihr seht mich schon wieder nächste Woche. Also bis dahin, wunderschöne Zeit. Ciao.